Guten Tag, Frau Sohl. Guten Tag, Frau Schwanke. Was darf ich Ihnen denn heute geben? Ich möchte gerne Kuchen. Und welche Sorte Kuchen möchten Sie? Obstkuchen. Ja, Apfelkuchen oder lieber Zwetschgenkuchen? Heute möchte ich lieber Zwetschgenkuchen. Und wie viele Stücke darf ich Ihnen einpacken? 2 Stück, bitte. Und was kostet das, bitte? Die 2 Stückchen kosten 1,10 Mark. Guten Tag. Schönen guten Tag. Bitte sehr. Ich möchte bitte 100 Gramm Mettwurst. Ich habe die Mettwurst mit und ohne Knoblauch. Ich möchte lieber mit Knoblauch. Lieber mit Knoblauch. 100 Gramm, das macht dann 1 Mark, bitte. Haben Sie außerdem noch einen Wunsch? Nein, danke. Bitte sehr. Ich gehe jetzt zur Konditorei. Was soll ich mitbringen? Für mich bitte Apfelkuchen. Ich möchte lieber Muggertorte. Und für mich Baumkuchen. Na, endlich sind wir da. Christiane, was möchtest du denn haben? Vielleicht Schokolade und Himbeer? Nein, ich möchte lieber Vanille und Nuss. Und du, Dagmar, möchtest du dasselbe haben? Nein, ich möchte lieber Vanille und Schokolade haben. Guten Tag, Frau Odebrecht. Ja, guten Tag, Frau Swart. Ich möchte gerne eine hübsche Kerze bei Ihnen kaufen, und zwar als Geschenk. Ja. Was können Sie mir da geben? Möchten Sie lieber eine große oder eine kleine Kerze? Ja, das kommt auf den Preis an, natürlich. Also die großen kosten zwischen 8 und 10 Mark und die kleineren zwischen 3 und 5 Mark. Dann möchte ich lieber eine kleinere Kerze haben. Ich zeige Ihnen hier eine runde, grüne Kerze, eine rote. Nein, rot möchte ich nicht haben. So gern. Dann nehme ich lieber die grüne. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Ihnen etwas zu essen bringen? Können Sie mir etwas empfehlen? Wir hätten heute Cordon Bleu oder Wetterauer Bauernhof zu empfehlen. Da möchte ich doch lieber Fisch essen. Darf es eine Forelle sein? Ja, gern. Möchten Sie auch etwas essen, bitte? Nein, danke. Ich möchte nur etwas trinken. Möchten Sie auch ein Wein? Nein, ich möchte lieber Bier trinken. Möchten Sie lieber einen Göttinger Edelpilz oder einen Franziskaner? Bitte bringen Sie mir einen Göttinger Edelpilz. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf es sein? Ich habe heute Abend Gäste zum kalten Buffet. Was für Brotsorten können Sie mir empfehlen? Da kann ich Ihnen 2 Sorten empfehlen, das Kartenbrot und das Gersterbrot. Das Kartenbrot ist mir zu schwer. Ich nehme doch lieber das Gersterbrot. Bitte 2 Pakete. Ja, selbstverständlich. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gern voll tanken. Dann müssen Sie den Motor ausschalten. Ach was, daran habe ich gar nicht gedacht. Und rauchen dürfen Sie auch nicht. Sonst müssen Sie 5 Mark Strafe bezahlen. Dann mache ich lieber meine Zigarette aus. Herr Sohl, was sind Sie von Beruf? Ich bin Bäckermeister. Backen Sie jeden Tag? Ja, ich backe jeden Tag. Verkaufen Sie all Ihre Backwaren in Ihrem Geschäft? Nein, ich fahre 2 Tagen nach Göttingen und 2 Tagen auf die Nachbardörfer. Was für Brot backen Sie? Ich backe Roggenbrot, Graubrot, Kartenbrot, Weißbrot. Backen Sie auch Kuchen? Ja. Wann müssen Sie aufstehen? Ich muss 4 Uhr aufstehen. Und wann müssen Sie mit der Arbeit beginnen? Gleich nach dem Aufstehen beginne ich mit der Arbeit. Was müssen Sie zuerst backen? Das ist sehr unterschiedlich. Ich muss bis 8 Uhr alles fertig haben, weil meine Frau dann den Laden öffnet. Ich backe Brötchen, Weißbrot, Brot und Kuchen. Müssen Sie das alles alleine machen? Nein, ich habe 2 Gesellen. Haben Sie auch Maschinen? Ja, ich habe Maschinen und verschiedene kleinere Geräte. Ist Ihre Arbeit das ganze Jahr über gleich? Nein, zur Urlaubszeit im Juli, August backe ich weniger, weil viele meiner Kunden im Urlaub sind. Im September zur Erntezeit backe ich bedeutend mehr. Die Bauern bringen dann die Ernte ein. Sie haben keine Zeit, selber zu backen und kaufen den Kuchen dann bei mir. Essen Sie gerne Ihre eigenen Backwaren? Sehr wenig. Ich esse lieber ein Wurstbrot und trinke eine Flasche Bier dazu.